Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Ankündigung von Trainsnomania. Ich bin der Chris und ich möchte euch eigentlich bloß sagen, dass wir am Sonntag, den 3.7. um 15 Uhr, also jetzt der Sonntag, der jetzt kommt, einen Fahrtag auf der Waldviertler-Schmarschverband, die ihr jetzt gerade im Hintergrund so ein bisschen seht, werden wir da einen Fahrtag veranstalten und wer Lust hat, kann natürlich dann auch mitfahren. Die Bedingungen, die wir bloß haben, sind eigentlich relativ simpel, beziehungsweise sind eigentlich sogar notwendig. Also ihr braucht einmal natürlich das Trains 2012 mit dem SP1 Update, also den ihr bei Harleycon da runterladen könnt, das große Update da. Wenn ihr das Spiel habt, denke ich mal, da gehe ich davon aus, dass ihr das wisst, was ich meine. Dann natürlich die Waldviertlerbahn, das ist eine 760mm Schmalspurbahn, die ihr auf der DLS natürlich komplett finden könnt. Die ist ungefähr 16 MB groß und natürlich dann noch die ganzen Abhängigkeiten und Fahrzeuge, die ihr natürlich braucht. Also ja, ist eigentlich trotzdem zu schaffen, wer ein First Class Ticket hat. Aber die Version 2, also die Waldviertlerbahn Version 2 von John Dorian, die Namen und also den Namen von dem Autor und die Strecke natürlich steht unten in der Videobeschreibung, dass ihr das einfach nur kopieren könnt. Beziehungsweise ich probiere das jetzt hier mal irgendwo einzublenden. Und natürlich braucht ihr noch TeamSpeak. TeamSpeak ist relativ wichtig, also eigentlich sehr wichtig, weil wegen den Absprachen. Nicht, dass einer auf dem Streckenabschnitt unterwegs ist, wo auch schon ein anderer, dass man halt Unfälle bauen oder so. Das wollen wir damit vermeiden, dass wir uns dann untereinander absprechen. Und wenn halt genügend Leute, sag ich mal, da sind, wird es dann auch einen Fahrdienstleiter geben, der das dann alles regelt. Genau. Die Information, also wenn sich da nochmal was ändern sollte, steht es natürlich auf unserer Website beziehungsweise auf der Facebook-Page oder ich mache halt da nochmal ein Video. Das kommt dann ganz drauf auf, kommt natürlich dann ganz auf die Information drauf an. Also wenn, also wie gesagt, wenn ihr so welche Events, sage ich mal, nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr einfach unsere Website besuchen, immer mal regelmäßig oder ihr liked uns einfach bei Facebook, weil bei Facebook werden wir sowas hundertprozentig. Eigentlich, man kann wirklich sagen, alle wichtigen Informationen werden wir 100%ig bei Facebook posten. Also wenn wirklich irgendwas ist, Facebook. Die ganzen Links zu unseren ganzen Seiten, egal jetzt ob Steam, YouTube, Facebook, Website, Forum. Das Forum ist natürlich noch nicht fertig. Da sind wir momentan am Basteln. Ist alles unten in der Videobeschreibung. Also Forum könnt ihr euch sogar schon anmelden. Also wenn ihr, sage ich mal, schon es kaum erwarten könnt, bis das Forum da ist. Anmelden könnt ihr euch schon, posten und so würde ich momentan, sage ich mal, noch ein bisschen lassen, weil wir noch ein bisschen an den Gruppen rumfuchteln. Aber wenn ihr euch schon mal angemeldet habt, ist kein Problem. Die Accounts bleiben stehen. Wir werden jetzt auch nicht eure Passwort oder so ändern, sondern wir werden dann natürlich auch, ich werde, denke ich mal, ein Video drüber machen. Gut, ich weiß, wollte jetzt da gar nicht abschweifen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir am 3.7. um 15 Uhr einen Fahrtag haben. Wenn ihr eine halbe Stunde eher auf dem Teamspeak seid, wäre das schon ganz gut, was wir uns ein bisschen absprechen und mal gucken, wer so alles da ist. Aber ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir sehen uns da. Bis zum Sonntag. Tschüss. Ach so, und es wird dann auch ein Video geben. Also, wenn, würdet ihr dann auch auf YouTube erscheinen. Also, ich werde wahrscheinlich den kompletten Fahrtag filmen und den dann in bestimmten Parts dann hochladen. Also, gut, Leute. Wir sehen uns. Tschüss.